Ja, grüß euch, hallo. Heute geht es ganz kurz um die Wirecard-Aktie. Ganz kurz vorweg, um der Fairness halber und auch disclaimermäßig, ich bin in der Wirecard-Aktie investiert und der Grund auch, warum ich dieses Video ganz kurz mache. Ich habe nämlich heute mal mein Depot reingeschaut, mein Swing Trading Depot und habe mir gedacht, wieso bin ich da jetzt 380 Euro im Plus? Jetzt hat sich eigentlich gar nichts geändert und kurz überlegt und dann nochmal meine Positionen alle durchgeschaut. Ah, die Wirecard ist irgendwie 7 oder 8% im Plus. Ich hätte ganz vergessen, dass ich die da noch im Depot drin habe, also eine kleine Position. Und ja, jetzt recht gut entwickeln. Und warum? Der Grund ist letztendlich meiner Meinung nach, dass es sich im Zeitpunkt der Krise, also als letztendlich die Krise richtig am Dampfen war, also der Crash meine ich jetzt, die Krise ist ja noch am Dampfen. Da war die Aktie notierte zu dem Zeitpunkt weit unter 100 Euro. Hat sich der Aufsichtsrat von Wirecard entschlossen, eigene Aktien zurückzukaufen. Also genau das Gegenteil zu dem, was viele andere Unternehmen, unter anderem auch Boeing und so weiter gemacht haben, dass sie Aktienrückkäufe getätigt haben, als die Boomphase war. Das heißt, als die Aktien gestiegen sind, schon jahrelang und sich teilweise sogar Geld geliehen, um dann eigene Aktien zurückzukaufen, um die Aktien noch weiter in die Höhe zu treiben, weil einfach viele der Aufsichtsratsbonis davon abhängig sind, wie sehr die Aktien steigen. Ja, also letztendlich ein recht groteskes Scheme, das dahinter steckt, hinter diesen Aktienrückkäufen teilweise in Boomphasen, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Und dann kein Cash mehr haben, wenn ein Crash kommt, ja, und dann sozusagen zum Start gehen und betteln, weil wir sind ja systemrelevant. Also dieses Spiel, was auch Boeing betrieben hat und andere Unternehmen, ist meiner Meinung nach auch zu verurteilen. Wirecard hat genau das Gegenteil gemacht. Die haben Aktienrückkäufe begonnen zu tätigen, als der Crash sozusagen, als der Ausverkauf im Gange war oder kurz danach. Und sind jetzt auch entsprechend belohnt worden. Die hatten ja schon vor einiger Zeit auch den Aufsichtsratsvorsitzenden ausgetauscht oder den Geschäftsführer und so weiter und so weiter. Also ich bin ja nicht jetzt in allen möglichen Aktien super tief drin. Ich habe auch sonst viel zu tun, aber ja, ich meine, es ist auf jeden Fall erfreulich und mal endlich mal eine DAX-Aktie, Leute. Ja, die Dinge richtig zu tun vermag. Ja, also eine Firma, die ja irgendwie als könnte man durchaus als Hoffnungsträger ja, bezeichnen der deutschen Wirtschaft und freue mich einfach grundsätzlich über diese positive Entwicklung, ja, allein diesbezüglich eher nicht überproportional, also weil ich halt da ein paar Aktien habe von denen, also das macht jetzt nicht so viel aus. Und ich hatte ja schon im Januar einen guten Trade gemacht, ja, der hatte mich ja auch Lars Eriksson irgendwie draufgebracht, dass als die also um die 106 Euro oder sowas notierte, meistens im ersten Quartal dann steigen und so weiter und so weiter. Da habe ich schon viele Videos darüber gemacht. Am besten, ihr schaut da mal in meinem YouTube-Kanal nach, zum Thema Wirecard-Aktie. Da habe ich ein paar YouTube-Videos gemacht. Das werde ich jetzt nicht einfach alles nochmal wiederholen, was da so die Strategien waren. Und einiges davon habe ich auch ganz transparent. Ganz transparent auch vom eben Lars Eriksson-Kanal. Man informiert sich halt überall her und bastelt sich dann sozusagen seine eigene Strategie zusammen. Also mich freut es absolut, Wirecard. Die scheinen also auf jeden Fall das Richtige zu tun. Und ich werde ein bisschen mich einlesen, vielleicht am Wochenende noch ein paar. Bisschen mich informieren mehr zu dieser Aktie. Vielleicht werde ich dann auch noch mal ein bisschen was nachlegen. Ich weiß nicht, momentan halte ich mich eben sehr zurück insgesamt im Aktienmarkt. Ich schaue mal, was da so kommt, auf uns zu noch kommt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir bis zum Herbst auf jeden Fall noch mal eine Bässe sehen werden. Und es muss nicht übermorgen sein, auch nicht nächste Woche, aber ich sag mal so, meistens ist ja so im August eine Flaute, ne? Stichwort Herbststürme, ne? Also so September, Oktober. Kommen gerne ab und zu auch mal so kleine Bässen. Und also diese allein schon saisonbedingten Phasen, wo es in der Börse sell and may go away und so weiter,
Ja, die also über die Jahrzehnte hinweg immer wieder gezeigt haben, statistisch, dass die eben schwache Monate sind. Die will ich auf jeden Fall noch abwarten. Was Aktien betrifft, ist es erstmal so weit so gut. Bin noch leicht short, das passt eigentlich soweit alles. Das habe ich im letzten Video schon, könnt ihr euch nochmal anschauen, wo und warum ich im DAX und im S&P 500 short bin. Auch mit gewissen Stops, also wenn wir jetzt weit über 11.000 im DAX gehen würden, dann wäre ich da erstmal raus aus den Shorts, ja. Aber ich gehe mal nicht davon aus, ich nehme mal an, wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach höher, dass wir da nicht raus, oben rauslaufen, ja. Also, das ist einfach die ganzen Wiedereröffnungen, das ist alles schon mit eingepreist, was jetzt noch uns sozusagen auf uns zukommen wird, dass die ganzen Leute, und das sind viele Leute, die auf Kurzarbeit sind, dass die alle nicht wieder rehired werden, also das heißt auf Deutsch nicht wieder eingestellt werden. Also ein großer Prozentsatz derjenigen, die auf Kurzarbeit geschickt worden sind oder auf Zwangsurlaub, nicht wieder eingestellt werden, zumindest nicht wieder als Vollzeitkraft oder ja, so gesagt. Und das insgesamt eine sehr hohe Arbeitslosigkeit mittelfristig zur Folge haben könnte und das wiederum Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Diese Auswirkungen jetzt noch nicht eingepreist sind. Also das ist einer der Faktoren, warum ich mich in Aktien sehr stark zurückhalte momentan. Aber dazu vielleicht mal ein extra Video. Soll es gewesen sein. Hier ging es ja eben nur um die Wirecard. Und erfreulich, ja, warum auch nicht, mal was Erfreuliches hier senden und von sich geben. Dann wünsche ich mir wieder, euch dabei zu haben beim nächsten Video. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.